Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Podcast. Ich habe euch gefragt, wollt ihr mehr Podcasts haben? Und eure Antwort war relativ eindeutig, ja, macht das auf jeden Fall mal. Und dementsprechend ist das jetzt der erste richtige, der auch wieder eine vernünftige Länge haben wird. Das Ganze ja inspiriert von dem Video, was ich über Hannover 96 und die HSV Ultras gemacht habe. Das Ganze ist ja ziemlich gut bei euch angekommen, teilweise ein bisschen kontrovers, aber das wird immer so sein in diesem Podcast. Auch wenn es teilweise nicht um Fußball gehen wird, sondern auch um andere Themen. Das habe ich aber auch bereits angekündigt. Ich habe mir auch schon einen Gast rausgesucht. Es wird mal um American Football gehen, es geht vielleicht mal um Wrestling, es geht vielleicht mal um mein eigenes Leben oder auch um Themenvorschläge, ja, also natürlich ist ein Podcast immer ein bisschen länger, so eine Stunde ungefähr um den Dreh werde ich immer anpeilen, das heißt, ich werde jetzt eine Stunde über mich selbst reden, das interessiert die wenigsten, aber vielleicht ein paar von euch und dementsprechend werde ich natürlich versuchen, das so interessant wie möglich zu machen. Ich spreche dann also nicht die ganze Zeit in der Ich-Perspektive, sondern versuche irgendwie reinzubringen, meine Ausbildung, mein schulischer Werdegang, allgemein meine Lebenseinstellung, meine religiösen Ansichten und so weiter und so fort. Ich denke mal, das könnte ganz cool werden, zumal das auch so ein bisschen für euch eine Möglichkeit ist, mich besser kennenzulernen und auch selbst euch in den Kommentaren zu verwirklichen und über viele Sachen zu diskutieren, die normalerweise auf YouTube vielleicht nicht so relevant sind, weil das meiste, was man heutzutage sieht auf YouTube, ganz ehrlich, das sind irgendwelche Reaction-Videos auf Pranks, das sind irgendwelche Fortnite-Videos oder das ist Milch macht uns alle krank. Das allerdings schon wieder ein besseres Beispiel dafür, weil das ist ein Thema, was grundsätzlich interessant ist, weil man darüber viel reden kann, viel diskutieren kann. Aber heute geht es nicht um Milch, heute geht es um einen Spieler, der früher seine Milch ordentlich getrunken hat und der Name dieses Spielers ist Kevin De Bruyne. Mittlerweile der vielleicht in meinen Augen auf jeden Fall, beste zentraloffensive Mittelfeldspieler der Welt, einer der besten Mittelfeldspieler überhaupt und definitiv ein Kandidat für die nächsten Jahre auch, vielleicht sogar Weltfußballer zu werden, sobald Messi und Ronaldo vom Thron runter sind. Ich glaube es zwar persönlich eher nicht, aber auf jeden Fall wird er bei der Wahl relativ weit oben immer stehen. Der hat vor einiger Zeit ein Statement gemacht, was relativ kritisch aufgefasst wurde. Es gibt tatsächlich noch ein zweites Statement von einem Spieler. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wer es war und ich kann es auch leider nirgendwo finden. Vielleicht wisst ihr, wen ich meine, sobald ich da das Statement vorgelesen habe. De Bruyne sagte auf jeden Fall, dass aufgrund der hohen Belastung, die man hat, in der Premier League, beziehungsweise bei Topvereinen heutzutage, du fühlst dich gut für 10 Spiele, dann fühlst du dich okay für 10 Spiele und den Rest fühlst du dich wie scheiße. Das war nach dem 1:1 gegen Burnley und man muss dazu sagen, das ist jetzt mittlerweile schon einen Monat her, also 5.2. war der Artikel auf Spox und natürlich ist das Ganze sehr kontrovers aufgefasst worden. Zumal in den Social Media ja sowieso die Leute immer extreme Moralapostel sind und versuchen irgendwie alles schlecht zu reden und alle Leute irgendwie runter zu pushen nach dem Motto, ey, die haben doch gar keine Ahnung, ey, wir armen Bauarbeiter, auch wenn wir vielleicht gar keine Bauarbeiter, sondern Schüler sind und dementsprechend überhaupt keine Ahnung vom Arbeitsleben haben, wir müssen doch mal dagegen hetzen. Und das persönlich finde ich Schwachsinn. Und das ist das Thema von diesem Video. Sind denn wirklich alle Fußballer einfach nur dumme Millionäre oder, wie es ja teilweise auf den Rängen halt, Scheißmillionäre und nur Scheißmillionäre oder verdienen sie teilweise auch das, was sie im Endeffekt bekommen? Ja? Das ist ja so eine große Frage. Der Verdienst eines Spielers und das, was er tatsächlich bekommt. Teilweise natürlich ein bisschen krank, wenn man vergleicht, was beispielsweise ein Arzt bekommt, im Vergleich zu dem, was er normalerweise verdienen sollte, aufgrund dessen, was er halt eben leistet. Wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht, finde ich, sind Fußballer sogar noch relativ mau, wenn ich Golf sehe. Naja, das ist im Vergleich dazu nochmal eine ganz andere Nummer. Aber es gibt auch genug Leute, die Golf feiern und es gibt ja einen Grund, dass Fußballer so viel verdienen und genau auf sowas möchte ich in diesem Video eingehen. Natürlich vor allem jetzt gerade auf Kevin De Bruyne betrachtet und auf Kevin De Bruyne bezogen. Wie gesagt, es gab sehr, sehr viele Leute auf Facebook, die gesagt haben, ey, das kann man doch nicht so sagen als Fußballer. Ganz ehrlich, du verdienst deine Millionen, du bist reich, du hast genug Geld, du hast ausgesorgt mit 26, musst dir keine Sorgen machen, während irgendein Mitte-40-Jähriger jeden Morgen um 6 zur Arbeit geht, abends um 17 Uhr wiederkommt, den ganzen Tag auf den Beinen ist, sich abmallocht für im Endeffekt einen Hungerlohn im Vergleich zu dem, was Fußballer wie Kevin De Bruyne verdienen. Und Kevin De Bruyne verdient definitiv nicht schlecht, muss man natürlich sagen. Der spielt bei Manchester City in England und die englischen Gehälter sind allgemein natürlich viel höher als die in der Bundesliga schon mal. Deswegen finde ich es auch pauschal relativ mau zu sagen, dass in der Bundesliga die Spieler auch überbezahlt sind, wenn man sich die Premier League mal anguckt. 2016, ich habe das nun mal als Beispiel rausgesucht, das Jahresgehalt im Durchschnitt in den Top 5 Ligen. Frankreich auf Platz 5, 845.000 Euro. Deutschland Platz 4, 1,2 Millionen. Davor Serie A, also Italien mit 1,285 Millionen. Dann La Liga mit 1,44 Millionen. Und dann die Premier League mit 2,835 Millionen. Also fast doppelt so viel wie die La Liga, wo halt eben die beiden besten Teams der Welt vorhanden sind, beziehungsweise beheimatet sind mit Real Madrid und
Barcelona. Natürlich Atletico Madrid auch noch ein starkes Team, aber in der Premier League gibt es halt einfach viel mehr Geld. Und das liegt daran, dass die Premier League die beliebteste Liga ist. Darüber habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben, beziehungsweise das ist Teil meiner Bachelorarbeit, die ich euch auch mehr oder weniger noch vorlesen werde. Nicht vorlesen, aber ich werde auf jeden Fall darüber reden in einem anderen Video. Da geht es aber mehr um Investoren. Grundsätzlich ist aber wichtig zu wissen, dass die Premier League gerade in Afrika und in Asien extrem beliebt ist. Solche Clubs wie Leicester City, der Besitzer von Leicester City, ich muss ganz kurz mal den Namen nachgucken, auf jeden Fall ist der Thailänder. Und der hat dementsprechend diesen Verein in Thailand den Fans sehr nahe gebracht. Der Name von ihm ist, ach du Scheiße, Vichai Srivatthanaprabha. Auf jeden Fall, wie gesagt, Thailänder und in Thailand ist Leicester extrem beliebt. Andere Vereine sind gerade in Nigeria oder Senegal oder Ägypten extrem beliebt. Momentan natürlich Liverpool aufgrund dessen, dass Salah da spielt, der beste ägyptische Spieler. Andere Vereine vielleicht einfach nur wegen Iwobi ist Arsenal in Nigeria ein bisschen beliebt. Auf jeden Fall die Afrikaner auch aufgrund dessen, dass sie Englisch, wenn sie eine zweite Sprache haben, neben Französisch oder der Landessprache, dann ist es meistens Englisch. Die interessiert das einfach und es ist halt weltweit bekannt, dass die englische Liga die beste ist. Ja, da spielen die bekanntesten Spieler. Natürlich gibt es in Amerika auch viel Geld zu verdienen. Es gibt auch in China viel Geld zu verdienen, aber wenn du wirklich was auf dich hältst und auf einem hohen Niveau spielen möchtest, gehst du entweder nach Spanien zu Real, Atletico oder Barca oder du gehst nach England, weil da gibt es halt eben am meisten Geld. Das liegt auch größtenteils an dem TV-Vertrag, den England halt eben hat. Der ist richtig, richtig krank. Die verdienen Milliarden damit und dementsprechend haben die Vereine natürlich auch viel Geld und viele finanzielle Mittel, um den Spielern Geld zu bezahlen. Ja? Wenn man jetzt mal auf Kevin De Bruynes Vergangenheit guckt, der hat bei Chelsea gespielt und wurde dann verliehen bzw. ist gewechselt zu Werder Bremen. Er hat dann bei Chelsea keinen Fuß gefasst, ist zu Wolfsburg gegangen, hat sich da richtig gut weiterentwickelt und ist dann zu Manchester City gegangen. Für auch eine stattliche Summe, ich glaube 80 Millionen Euro waren das, die damals überwiesen wurden, so ungefähr. Das ist nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass der für 22 Millionen von Chelsea zu Wolfsburg gegangen ist. Ich finde jetzt gerade keine richtige Quelle über das Gehalt von Kevin De Bruyne, aber ich denke mal, ein paar Millionchen wird er schon verdienen. Also so 5 Millionen könnte ich mir durchaus vorstellen. Grundsätzlich ist das natürlich eine ganze, ganze Stange Geld, vor allem wenn man das Ganze jährlich sieht. Dazu kommen ja noch beispielsweise Sponsorengelder. Ich weiß jetzt nicht, ob Kevin De Bruyne unbedingt so der große Star ist, was irgendwie Werbeverträge angeht, aber andere Spieler wie beispielsweise Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, die sind das natürlich. Cristiano hat seine eigene Marke, dazu ist er bei Nike natürlich unfassbar im Hype und dementsprechend verdient er jährlich natürlich nochmal deutlich mehr als beispielsweise ein Kevin De Bruyne. 2016 waren es 32 Millionen Euro, Lionel Messi 40 Millionen Euro, das Ganze zugegebenermaßen aber nur vom Gehalt. Ja, also da zählt nicht beispielsweise Werbegeld dazu, soweit ich das weiß, und keine Prämien. Was natürlich krank ist, muss man ganz ehrlich mal sagen. Wir können mal ganz kurz gucken beim Vermögensmagazin. Cristiano Ronaldos geschätztes Vermögen liegt bei 340 Millionen Euro. Nettogehalt sind 23,5 Millionen Euro bei Real Madrid. Und das Einkommen 2018 waren ungefähr 83 Millionen Euro. Gut, Cristiano Ronaldo ist natürlich das Nonplusultra im Fußball. Kein Fußballer ist so populär, abgesehen von Lionel Messi, wie Cristiano Ronaldo. Aber De Bruyne spielt halt auf der Insel und da liegt auch eine ganze Menge Geld verbuddelt. Wahrscheinlich liege ich mit 5 Millionen sogar viel zu niedrig und es sind deutlich mehr Moneten, die in seine Tasche wandern. Und das Ganze wofür, dass er 90 Minuten pro Woche auf dem Platz steht und Fußball spielt. Das ist zumindest in meinen Augen so der große oder das große Fehldenken bei vielen Leuten. Die Leute sagen, ja, ey, der steht 90 Minuten auf dem Platz pro Woche und im Endeffekt kriegt er dafür so viel Geld. Das ist aber nicht alles. Und jetzt kommen wir nämlich zum ganz wichtigen Punkt. Es sind nicht nur diese 90 Minuten. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, es ist Training, aber das ist doch nichts. Ja, man spielt ja auch irgendwie amateurhaft im Verein Fußball und das macht man ja auch irgendwie, zwar nicht jeden Tag, aber vielleicht zweimal pro Woche steht auch auf dem Platz, bekommt dafür nichts und man selbst hält das ja auch aus. Ja, so einfach ist das aber nicht. Was Profifußballer heutzutage für Strapazen erleiden teilweise, muss man das wirklich nennen, das ist schon wirklich krass. Also wenn ein De Bruyne sagt, dass du dich wie scheiße fühlst, dann glaube ich dem das. Weil beispielsweise halt eben Manchester City, die haben extrem viele Pflichtspiele pro Saison. In England gibt es zwei Pokale. Einmal den Ligapokal und den FA Cup. Dazu spielt der Verein in der Champions League und in der Premier League, die auch noch zwei Vereine mehr hat als beispielsweise die Bundesliga. Die Bundesliga ist ja sowieso die einzige Liga in ganz Europa, in den Top 5, die nur 18 Teams haben. Also dementsprechend sind es schon mal 38 Spieltage, plus international, je nachdem wie weit sie kommen, plus im Pokal, je nachdem wie weit sie kommen, zählt er den Pokal gewonnen, den einen anderen sind sie rausgeflogen, aber der kommt auch noch dazu. Also das sind eine ganze Stange Spiele und natürlich wird viel durchrotiert, natürlich gibt es viele Jugendspieler und die Kader sind dementsprechend breit aufgestellt, aber es gibt einige Spieler wie De Bruyne, die einfach zum Stand 2018 im Februar, Anfang Februar schon 42 Spiele auf dem Buckel haben und 42 Spiele beziehungsweise 3359 Minuten. Das ist halt eben nicht einfach nur rumstehen, das ist Hochleistungssport. Und das ist der springende Punkt. Es ist
Hochleistungssport. Diese Menschen stehen da auf dem Platz und verausgaben sich komplett. Nicht umsonst werden viele Fußballer am Ende des Spiels mit Krämpfen ausgewechselt. Öfter mal kommt das zumindest vor. Nein, das ist, weil die sich komplett verausgaben. Der menschliche Körper ist für diese Belastung in meinen Augen fast gar, also er ist nicht dafür ausgelegt. Natürlich kann man ihn dahin trainieren, aber wenn ich 90 Minuten das Pensum abspulen müsste wie Kevin De Bruyne, dann nach 50 Minuten müsstest du mir ein Sauerstoffzelt dahinstellen. Und ich denke mal, das ist bei vielen anderen von euch auch so. Und dementsprechend finde ich es sehr, sehr dreist zu sagen, das ist doch nichts, was die machen. Und das sind nur die Spielminuten, ja. Die laufen in dem Spiel natürlich, also klar gibt es auch andere Leute, die einfach eine Pferdelunge haben, auch in den Amateurligen wahrscheinlich, die viel laufen und vielleicht da rankommen könnten. Aber das in der Frequenz und auf dem Level zu machen, dazu noch mit dieser Konzentration, die du haben musst und mit dieser individuellen Klasse, die die Spieler auf den Platz bringen und mit der Qualität des Fußballs, da hängt ja ganz viel kognitiv dran, ja. Die spielen ja nicht einfach so lapidar mal eben daher, da ist viel, viel mehr Konzentration, viel, viel mehr spielerisches Niveau, viel, viel mehr Abläufe im Kopf, die haben. Und das alles auch noch zu koordinieren mit dem Körper, das ist, finde ich, eine ganz, ganz krasse Leistung. Dazu kommt das Training. Die trainieren jeden Tag. Die sind jeden Tag auf dem Platz und verausgaben sich komplett. Die haben keine Ruhepausen und wenn sie Urlaub haben, dann müssen sie sich trotzdem fit halten, damit sie zum Saisonstart wieder bei 100% sind. Einige Fußballer machen das mal mehr, mal weniger. Es gibt Spieler mit Fitnessproblemen, oft sind das südamerikanische, das will ich hier aber gar nicht pauschalisieren, denn auch deutsche Spieler kommen teilweise mit Übergewicht zurück. Das ist ganz normal, weil die sich versuchen halt irgendwie ein bisschen aus diesem Trott rauszuwienern und mal zumindest ein bisschen Entspannung zu haben, aber das funktioniert nicht, wenn du Profifußballer bist. Das geht halt einfach nicht. Du wirst früher oder später an deine Grenzen stoßen und halt eben irgendwie eine Pause brauchen. Aber das passiert dann meistens erst, wenn du verletzt bist. Man sieht es bei Ermüdungsbrüchen bei vielen Fußballern oder bei beispielsweise Marco Reus, der immer wieder mit einem vollen Pensum zurückgekommen ist nach seiner Verletzung und sich direkt wieder verletzt hat. Der Körper kann gar nicht so schnell heilen, wie sich die Fußballer teilweise wieder verletzen. Einfach weil diese Leistungsdichte, die die tragen oder leisten müssen, extrem, extrem hoch ist. So, und das alles setzt jetzt mal in Kontext, wie viel die sich quasi antun, ja, und auch wenn die jetzt vielleicht mal ein geiles Leben haben und irgendwie rumjetten, die können schön Urlaub machen, die halten sich da trotzdem fit, dazu haben die Ernährungspläne, die können nicht einfach mal jeden Tag fressen, was sie wollen, ich baller mich hier abends, wenn ich Bock habe, einfach mal eine Packung Ben & Jerry's rein, das kann ein Fußballer einfach mal nicht so machen, das geht eben nicht, die haben Ernährungspläne, die müssen teilweise halt eben dafür sorgen, dass sie auf dem Leistungsniveau weiterarbeiten können, die haben jedes Mal wieder diese Laktattests, die sind andauernd unter ärztlicher Kontrolle, das ist schon wirklich krass. Ja, und vor allem sind die Trainings von denen ja nicht irgendwie nur ein bisschen rumkicken. Klar, teilweise gibt es einfache Trainingseinheiten, aber teilweise gibt es Konditionstrainingseinheiten und ich will nicht wissen, oder die Krafttrainingseinheiten, wie die Spieler danach eigentlich K.O. sind. Wenn man das teilweise sieht, das ist ganz schön, wenn man Fußballfan ist, man kann das bei Hannover 96 bei den Spielern oft sehen, die sind dann nach den Trainingseinheiten, wenn sie abends zu Hause sitzen, mit diesen wunderbaren Luftdingern, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, die packen sich um die Beine und die sind dann mit Luft aufgepumpt und massieren die Beine irgendwie, oder ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert, aber das brauchen die auch. Weil der Körper so zerstört ist. Und dazu, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, kommen wir gleich nochmal. Aber wir müssen erst nochmal darüber reden, wie viel Training die überhaupt machen, beziehungsweise wie viel Zeit die halt eben damit verbringen, ihren Körper darauf vorzubereiten, am Wochenende richtig zu funktionieren. Nur für 90 Minuten. Ganz, ganz wichtig. Vielleicht 120, je nachdem, ob es ein Pokalspiel ist, eine Verlängerung gibt. Aber 90 Minuten muss der Körper auf 100%igem Niveau funktionieren. Wenn du einen Fehler machst, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, bist du am Arsch. Weil du kostest im schlimmsten Fall deinem Verein einen Sieg, damit vielleicht sogar Geld. Du kostest ihm auf jeden Fall Punkte in der Tabelle, damit eventuell auch wieder Geld. Und du kostest ihm Reputation. Das ist gerade bei wichtigen oder starken Vereinen wie Manchester City ganz krass. Wenn die gegen Burnley verlieren, dann macht sich da die Presse 2 Wochen drüber lustig. Und natürlich auch die Leute in Social Media, die vielleicht zu Hause auf dem Po sitzen und nicht großartig was leisten in ihrem Leben, aber darüber sich beschweren bzw. darüber lachen, das geht immer. Ja, man kann sich immer drüber lustig machen, gerade weil wir in dieser heutigen Social Media Generation einfach anonymisiert sind und man muss es ja niemandem ins Gesicht sagen. Man kann immer einen Kommentar posten und gut ist und wenn es nicht gefällt, dann wird man gehatet. Mein Gott, dann löscht man ihn da eben wieder. Es ist so einfach wie noch nie, wirklich seinem Ärger Luft zu machen bzw. Neid zu verbreiten. Und das ist halt das große Problem in der deutschen Gesellschaft gerade. Wir sind extrem, extrem neidgeplagt. Ja, also ich glaube, ich kenne kein anderes Land, ich lebe ja hier in England, also ich finde, hier ist es nicht ganz so krass. Es ist auch hier heftig, aber in Deutschland ist es noch viel kranker. Also wirklich, wie viel Neid da transportiert wird. Man gönnt niemandem nichts. Ganz, ganz selten. Also das ist, ja, finde ich persönlich ekelhaft. Ich persönlich
finde es besser, wenn man Leuten seinen Erfolg gönnt und versucht, es selber nachzumachen, nachzueifern. Klar sind manche vom Glück geküsst, Profifußballer werden hat auch viel mit Glück zu tun, ja, gar keine Frage, viel Geld zu verdienen oder irgendwie einen guten Job zu bekommen. Teilweise hat das viel mit Glück zu tun, damit Verbindung, Connections. Aber nichtsdestotrotz, niemand hält dich auf, das Gleiche zu machen, ja. Und das ist das, was ich auf jeden Fall euch schon mal mitgeben kann. Aber was ich eigentlich, gerade worauf ich hinaus wollte, ist, wenn du Fußballer bist, du hast nicht 90 Minuten Leistung dem Verein gegenüber, sondern auch den Fans, ja. Du stehst auf dem Platz, du wirst von denen angefeuert, aber wenn es nicht läuft, dann wirst du ausgebuht. Und was das mit Spielern machen kann, ich glaube, das unterschätzen viele, ja. Also ich habe natürlich bei mir im Verein das beste Beispiel mit Robert Enke, der an Depressionen gelitten hat und sich ja Suizid begangen hat, ja, im Jahr 2010. Natürlich hing das jetzt nicht damit zusammen, dass der von den Fans irgendwie gemobbt wurde. Gar keine Frage. Aber wir hatten jetzt gerade in der Bundesliga das wunderbare Beispiel mit Ron-Robert Zieler. Ehemaliger Tor von Hannover 96. Und was wurde da gerufen von den Kölner? Er ist sogar Kölner. Ron-Robert Zieler ist Kölner. Und trotzdem ruft ein Kölner Fan ihm zu, dass er sich auch vor einen Zug werfen soll. Das ist auf einem menschlichen Niveau, was Abfall ist. Solche Menschen gehören weggesperrt. Und zwar in irgendwelche Anstalten, wo die niemandem mehr auf den Keks gehen können. Weil sowas kannst du keinem Menschen an den Kopf werfen. Das ist einfach zu viel. Natürlich sind Fußballer speziell geschult. Die können mit diesem Druck umgehen. Aber trotzdem möchte ich nicht wissen, was so ein Abstieg oder was mit den HSV-Spielern gerade vorgeht. Ja, natürlich leisten die nicht das, was sie leisten sollten für das Geld, was sie bekommen. Aber das liegt auch teilweise daran, dass sie einfach demoralisiert sind. Und es hilft nicht weiter, wenn auf Plakaten geschrieben wird, wir jagen euch durch die Stadt, bevor wir absteigen. Das ist halt einfach ganz, ganz wichtig zu betrachten in meinen Augen, ja. Und auch dafür, für diesen Druck, den die haben, einmal dem Leistungsdruck, einmal dem Verantwortungsdruck gegenüber Vereinen und gegenüber den Fans, dafür verdienen die so viel Geld. Und die Fans sind auch noch dabei wichtig, denn die Fans werden unterhalten. Wir lassen uns unterhalten von diesen Spielern. Die könnten auch ohne Fans spielen, einfach so, ja. Dann würden sie nicht so viel Geld verdienen, aber theoretisch wäre das möglich, dass sie halt einfach Berufsfußballer sind, aber dass es da halt eben um in der Meisterschaft einfach um ein paar Millionen geht, ja, aber von den Fans und so weiter und so fort, Merchandise, sowas gibt's nicht. Theoretisch wäre das möglich, ja, das hätte sich in die Richtung entwickeln können. Hat es aber nicht, weil wir Menschen eventgeil sind, weil wir Bock haben, unterhalten zu werden. Und das ist natürlich in der Natur des Menschen verankert. Ich liebe es, Fußball zu gucken, gar keine Frage. Ich liebe das tierisch. Und auch ich habe mich schon über Spieler beschwert. Aber haben wir wirklich das Recht dazu? Ich bezahle für meine Dauerkarte in Hannover 120 Euro. Habe ich wirklich das Recht dazu, wenn ich da bei 17 Heimspielen im Stadion stehe, den Spielern vorzuwerfen, dass sie sich mehr anstrengen sollen und so? Ja, wahrscheinlich schon. Aber sie zu beleidigen auf einem Niveau, wie beispielsweise die Beleidigung gegenüber von Ron-Robert Zieler, das geht halt einfach nicht. Und sich dann darüber zu beschweren, dass diese Leute, denen ich zujubel, die mir Endorphine in den Körper jagen, wenn meine Mannschaft ein Tor schießt, das sind übrigens Glückshormone für diejenigen von euch, die das nicht wissen, denen dann zu sagen, ihr dürft nicht so viel verdienen, das finde ich Schwachsinn. Das finde ich wirklich Schwachsinn. Natürlich verdienen Ärzte eine Menge Anerkennung für das, was sie tun. Die retten Menschenleben. Aber Fußballer unterhalten jede Woche Millionen von Menschen. Ja, das ist nicht nur Zeitvertreib oder sonst was, das ist wirklich für viele das Leben. Guckt euch die Ultras an. Ja, für die ist das das Leben. Für die gibt's nichts Geileres als Fußball. Und dementsprechend bezahlen die dafür Geld und dementsprechend verdienen die Spieler die, oder bekommen die Spieler anteilig dieses Geld. Und je mehr Leute gucken, desto mehr, logischerweise, kriegen die Spieler auch zurück. Das ist ganz klar, das ist einfach logisch, das ist Zirkulation im Markt. Ja, es wäre schön, wenn das bei Ärzten genauso wäre, wenn Ärzte genauso viel verdienen würden oder ein Bauarbeiter. Aber nichtsdestotrotz ist es irgendwo logisch. Bei Hollywood-Schauspielern beschwert sich auch keiner. Da gehen Millionen Leute ins Kino. Es gucken auch Millionen Leute Fußball. Klar, es ist heftig, dass halt eben, also es ist jetzt ein böser Vergleich, den ich mache. Es ist wirklich ein böser Vergleich. Aber nehmt mir den nicht zu übel. Wenn ein Arzt ein Leben rettet, wie viel hängt daran? Vielleicht 50 bis 100 Leute, ja. 50 bis 100 Leute lieben diesen Menschen beziehungsweise haben diesen Menschen in ihrem sozialen Umfeld. Für die ist dieser Mensch wichtig. Für den Rest der Gesellschaft ist dieser Mensch theoretisch gesehen egal. Dieser Mensch interessiert die nicht. Ja, wenn irgendwo am anderen Ende der Welt in China ein Mensch stirbt, das interessiert mich nicht, so hart sich das anhört. Aber ich bekomme es nicht mal mit. Ja? Und wenn aber ein Fußballer seine Leistung vollbringt und ein Tor schießt, dann feiern das Millionen Menschen teilweise. Ja? Wenn es beispielsweise Hannover 96 ist, ein paar weniger, aber die Spieler verdienen ja auf jeden Fall. Wenn De Bruyne ein Tor schießt, dann feiern das Millionen von Menschen und nicht nur 100 bis 50. Natürlich ist ein Menschenleben was anderes, klar. Ich will das gar nicht irgendwie kleinreden oder irgendwas, was Ärzte tun und auch gar nicht rechtfertigen oder irgendwie ja quasi sagen, dass die nicht so viel verdienen sollten wie Fußball. Auf keinen Fall. Ich möchte nur ein bisschen anderen Blickwinkel draufbringen, ja.
Und ich finde, dass man gerade als Fußballfan dann eben nicht solche Aussagen tätigen darf, wie das gegenüber Ron Roazila jetzt wieder gemacht wurde, weil das halt einfach nicht unsere Aufgabe ist. Ich finde, wir sollten uns glücklich schätzen, dass wir Fußball zu den Preisen sehen können, wie wir es halt eben machen momentan. Und die Preise sind teilweise echt nicht hoch. In England ist es eine andere Geschichte. Aber das ist Angebot und Nachfrage. Und auch dazu muss man sagen, in England sind die Preise hoch, ja. Das Niveau von Fußball ist dafür auch hoch, ja, aber ich kann es eigentlich nicht rechtfertigen. Die Ticketpreise sind zu hoch, klar. Die Ticketpreise sind viel zu hoch. Aber das, wie gesagt, ist halt Angebot und Nachfrage, wisst ihr? Das, und auch aus Marktvorteil, also aus Marktsicht, also wirtschaftlicher Sicht, müssen Vereine das machen. Die Vereine müssen dafür sorgen, dass sie die Leute ins Stadion bekommen, die am meisten Geld zahlen können, beziehungsweise dass sie halt so viel Geld einnehmen, wie es halt irgendwie möglich ist. Natürlich darfst du deine klassischen Fans, deinen harten Kern der Fans nicht verlieren, aber das tun die meisten Vereine auch nicht, auch wenn sich viele Hooligans zurückgezogen haben aus dem Fußballgeschäft, was ich verstehen kann, gerade in England, weil die Preise halt wirklich sehr, sehr hoch sind. Aber nichtsdestotrotz, um wieder zum springenden Punkt mit dem Gehalt zurückzukommen, ich finde, dass Fußballer nicht zu viel verdienen. Ich finde, dass Fußballer viel verdienen, aber da sie Millionen von Menschen unterhalten, ist das auch okay. Zumal die meisten Fußballer recht bescheiden sind. Es gibt wenige Fußballer, die wirklich sagen, boah, ich bin so ein geiler Macker, ich verdiene so und so viel Geld. Davon gibt es nicht so viele. Ja, also natürlich gibt es ein paar, die rumprollen und so weiter und so fort, aber die meisten sind doch recht bescheiden. Und wir kommen noch zu einem weiteren wichtigen Punkt, allerdings muss ich kurz einen Schluck trinken. Ich möchte nochmal sagen oder ich möchte nochmal an euch appellieren, das nicht bitte zu verdrehen, meine Aussagen hier. Ich habe die Befürchtung, dass viele mich missverstehen, beziehungsweise dass mir viele meine Wörter im Mund umdrehen. Ich sage nicht, dass Fußballer mehr verdienen sollten als Ärzte, theoretisch gesehen von dem, was sie leisten. Ich sage aber, dass man halt einfach akzeptieren muss, dass es so ist und dass wir es nicht ändern können und dass wir uns lieber auf uns konzentrieren sollten, als uns darüber aufzuregen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Aspekt in dieser Hinsicht, und zwar der Altersspanne, beziehungsweise der, ich sag mal, Berufsspanne. Fußballer, wenn es gut läuft, verdienen in ihrem Leben Geld im Alter von 17 Jahren, gut, Jugendspieler noch ein bisschen früher, aber sagen wir mal 17 Jahre bis im Normalfall so 35, ja. Das heißt, die haben 18 Jahre Zeit, Geld zu verdienen. Wenn ein Arzt anfängt, Geld zu verdienen, ist er meistens so, ich weiß nicht, wie lange wirklich ein Medizinstudium dauert und das Ganze mit der Approbation und so weiter und so fort, aber ich nehme mal stark an, so ab 28 oder sowas um den Dreh, kann man anfangen, richtig Geld zu verdienen. Theoretisch, wenn es gut läuft. Sagen wir mal 30 pauschal. Und so ein Arzt kann arbeiten, ja, schon länger, so bis 55, 60 um den Dreh. Danach vielleicht Professor werden oder sowas. Also die haben zumindest eine längere Zeit einfach in ihrem Beruf, wo sie Geld verdienen können. Natürlich ist dafür viel Arbeit notwendig, ja. Du musst studieren, du musst dieses Studium dir finanzieren. Du musst lange, lange dafür arbeiten, um eben Arzt zu werden. Aber du lebst ja auch deinen Traum. Ich denke mal, jeder, der Arzt wird, lebt seinen Traum. Ich denke mal nicht, dass man diesen Beruf macht, nur um Geld zu verdienen. Das gibt es allgemein im Fußball, aber ganz, ganz selten nur. Also ich denke, viele Fußballer, von den meisten Spielern ist halt einfach der Traum, Profi zu werden. Natürlich für die besten Vereine zu spielen und damit verbunden, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Und je älter du wirst und je mehr du erreicht hast, ich denke mal, desto mehr kommt es nur noch aufs Geld an. Es gibt ein paar Ausnahmen wie Gianluigi Buffon, wie Andrea Pirlo und so weiter und so fort, wie Xavi oder auch wie Francesco Totti, die halt immer dem Ruf des Geldes nicht gefolgt sind oder bei ihrem Verein wieso bin ich jetzt eigentlich gerade nur auf Spanien-Italiener gekommen? Komisch. Naja, auf jeden Fall, die immer bei ihren Vereinen geblieben sind. Und das ist wirklich sehr, sehr respektabel und das ist auch cool, ja. Aber es gibt dann auch Spieler wie Benoit Souekoto, der von Anfang an offen gesagt hat, ich spiele Fußball, um Geld zu verdienen. Ich will nicht irgendwas anderes, mir macht das keinen Spaß, das ist einfach mein Beruf. Und das muss man auch respektieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in diesen 18 Jahren verdienen Fußballer im Durchschnitt ja auch nicht 150 Millionen. Nicht jeder Fußballer verdient ja so viel. Es ist ja wirklich die Elite der Fußballer, die so viel Geld verdient. Und wenn man dann mal auf andere Berufe guckt, natürlich verdient ein Arzt. Also die besten, weiß ich nicht, 40 Ärzte der Welt, die verdienen nicht so viel wie Fußballer, klar. Aber die verdienen auch deutlich mehr als normale Ärzte. Deswegen finde ich, man kann das nicht pauschalisieren. Man kann nicht sagen, De Bruyne verdient mehr als ein Arzt. Das ist nicht in Ordnung. Weil dann sollte man eher einen gewöhnlichen Fußballer damit vergleichen. Einen vielleicht, der in der Mittelklasse, der, also mit einem Hirnchirurgen jetzt vielleicht
einen De Bruyne schon eher. Ja, aber mit einem normalen Arzt, keine Ahnung, mit einem Hausarzt, sollte man vielleicht eher einen Mittelklasse-Spieler aus der Bundesliga vergleichen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich jetzt nicht diskreditierlich sein möchte, aber grundsätzlich finde ich das unangemessen, das halt zu pauschalisieren. Und ich denke mal, das können auch sehr, sehr viele von euch nachvollziehen. Ich persönlich wäre gerne Profifußballer. Ich würde gerne dieses Geld verdienen, klar. Es ist ein geiles Leben, was du als Profifußballer hast, aber es ist auch definitiv anstrengend. Das sollte man bei den ganzen Sachen immer nicht vernachlässigen, beziehungsweise man sollte es halt einfach eben nicht vergessen, dass sich Fußballer wirklich durch die Hölle quälen und wenig Pause haben und das Ganze im Endeffekt natürlich, um ihr Verein was zu bringen, aber in erster oder in großer Linie auch, um den Fans eben was zu bieten und damit uns was zu bieten, uns zu unterhalten und uns eben eine Ablenkung zu liefern vom grauen Alltag oder uns eben Glückshormone ins Blut zu schießen, wenn man jetzt nicht gerade Fan des 1. FC Köln in dieser Saison ist. Es ist eben der Reiz des Fußballs, der so viel Geld da reinpumpt. Wenn wir nicht alle so begeistert von diesem Sport wären und wenn nicht dieser riesige TV-Deal beispielsweise in England am Start wäre, dann würden die Fußballer nicht so viel verdienen. Aber wir sind dafür verantwortlich, dass die Fußballer so viel verdienen. Deswegen dürfen wir uns in meinen Augen nicht darüber beschweren, dass sie so viel verdienen. Und gerade diese Moralapostel auf Facebook, das ist halt in jeder Hinsicht so, ne? Es gibt immer die Moralapostel und in Realität haben die gar keine Ahnung und wissen wahrscheinlich immer, wie man gerade ausläuft, ohne eine Laterne zu treffen. Aber grundsätzlich muss man halt einfach sagen, Fußballer verdienen viel Geld, durchleiden dafür aber auch teilweise, denke ich mal, sehr viel und tun ihrem Körper sehr viel an. Doch sie sollten dafür dankbar sein. Genauso sollten wir uns aber auf uns selber konzentrieren und nicht auf die Fußballer, sondern versuchen, das Beste aus unserem Leben zu machen. Ja. Ich sehe jetzt gerade, dass dieser Podcast bisher so 28 Minuten lang ist. Und das liegt halt einfach daran, dass es nicht so wirklich ein klassischer Podcast war, wie ich das in Zukunft vorhabe, mit vielen verschiedenen Themen, sondern mit einem Thema nur. Jetzt möchte ich aber noch kurz darauf kommen, auf Fußballer, die ihren Körper durch viel Leid stecken, und möchte weitergehen zu einem Thema, das mich sehr mitgenommen hat diese Woche und das, denke ich mal, sehr viele mitgenommen hat, und zwar der Tod von Davide Astori. Ist jetzt ein riesiger Umschwung, das weiß ich, aber es hat mit dem Körper zu tun und dementsprechend kann ich die Überleitung gut hinbekommen. Für diejenigen, die auf jeden Fall nur an diesem Money-Thema interessiert waren, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und schaltet jetzt ab, wenn es euch nicht interessiert, was ich allgemein zu Fußballern und zum Körper und so weiter und so fort zu sagen habe. Andere können natürlich gerne jetzt weiter mithören und auch dazu ihre Meinung in die Kommentare schreiben. Ganz offen, ganz ehrlich, was ihr denkt, von mir aus gerne lange Texte. Ich werde mir das unter diesen Videos immer gerne durchlesen und natürlich auch individuell darauf eingehen. So, und ich kriege gerade schon Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, was ich gerade gelesen habe, als ich einfach nur den Namen gegoogelt habe. Davide Astori, wenn man bei Wikipedia guckt, gestorben am 3. oder 4. März 2018 im Alter von 31 Jahren, da kriege ich Gänsehaut. Wenn man einfach nicht mal festlegen kann, wann dieser gute Mann gestorben ist. Im Schlaf tödlich einfach sozusagen verunglückt. Nicht, dass ich jetzt darüber lache, sondern einfach, weil die Wortwahl nicht passt. Versteht das bitte nicht falsch. Nochmal für alle, die dies nicht mitbekommen haben, Sonntagmorgen, Udinese ist der Ort des Geschehens, Florenz-Spieler sitzen beim Frühstück und warten darauf, dass halt eben der Tag ganz normal beginnt vor dem Auswärtsspiel in Udine. Und die vermissen aber einen Spieler, und zwar ihren Teamkollegen und ihren Kapitän, Davide Astori, werden ein bisschen stutzig, ja, gehen in sein Hotelzimmer und finden Davide Astori tot. Ja, im Endeffekt hat sich bei der Obduktion rausgestellt, dass wohl kein Verbrechen begangen wurde und dass das Ganze wohl eines natürlichen Todes passiert ist, leider Gottes. Also was heißt leider Gottes, für die Familie ist natürlich in Anführungsstrichen besser, dass es kein Verbrechen war, aber natürlich trotzdem unerklärlich. Herzstillstand mit 31, das ist halt einfach krass. Natürlich kann das jedem Menschen passieren, aber einem 31-jährigen Fußballer, einem Hochleistungssportler, wie ich es gerade eben gesagt habe, der wöchentlich, der 4 Tage vorher, wenn ich es richtig gelesen habe, noch medizinisch untersucht wurde, es ist halt einfach unfassbar, dass sowas passiert. In Italien war in den letzten Wochen extrem schlechtes Wetter, genauso wie hier in Deutschland, beziehungsweise bei mir hier in England und bei euch da in Deutschland. Sehr viel Schnee, sehr viel Kälte, man weiß nicht, oder ich weiß nicht, war Astori vielleicht erkältet, haben die Ärzte das nicht richtig festgestellt, beziehungsweise war er irgendwie, hab da irgendwie verschleppt oder irgendwas in der Richtung und deswegen ist das irgendwie auf den Herzbeutel gegangen und dann gab es eben diesen Herzstillstand. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist er gestorben und lässt seine Lebensgefährtin, seine Verlobte und seine Tochter zurück. Francesca Fioretti und seine 2 Jahre alte Tochter. Ja, 2 Jahre alt. Und ihr könnt euch das wahrscheinlich jetzt, da kann man auch wieder drüber sagen, das ist unverantwortlich, aber meistens haben Frauen von Fußballern keinen Job oder oft haben Frauen von Fußballern keinen Job. Ja, warum?
die verdienen genug Geld und die kümmern sich dann um die Familie. Natürlich gibt es genug, die Jobs haben. Ich will das jetzt gar nicht pauschalisieren. Ja, es gibt genug, die Jobs haben. Aber ich denke mal, das ist beim Fußball relativ oft so, dass es halt eben, dass die Frauen halt eben keinen Job haben, sondern Hausfrauen sind. Was auch nicht schlimm ist, was vollkommen okay ist, weil das Geld ist ja sowieso da. Und wenn du dich um deine Kinder kümmerst, hast du ja einen Fulltime-Job. Da musst du sie nicht in eine Kita geben, damit entlastest du wieder die Kitas. So gesehen ist das alles ziemlich gut so, wenn das halt eben so läuft. Aber diese Lebensgefährtin steht jetzt alleine da. Die steht jetzt ohne Einkommen. Ich weiß nicht, ob sie arbeitet. Ich weiß es nicht. Aber theoretisch, sie steht ohne Einkommen da. Das kleine zweijährige Kind. Die Zukunft wird wahrscheinlich gesichert sein in diesem Fall, weil halt eben die Mannschaftskollegen oder weil der Verein für die sorgen wird, genauso wie halt andere Kollegen von ihm. Gar keine Frage. Aber theoretisch steht sie ganz alleine da. Und das ist halt wirklich ganz, ganz schrecklich. Und deswegen, ja, diese Schnelllebigkeit in diesem Geschäft ist halt auch beim Tod so. Die haben halt ausgesorgt. Und das ist gut so. Also ich denke mal, sie wird aufgrund des Vermögens ihres Verlobten genug Geld haben, um halt eben nicht nur über die Runden zu kommen, sondern gut über die Runden zu kommen, ihren Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Aber das kann auch nicht darüber hinweg trösten. Also es ist wirklich ganz, ganz knifflig. Und ich finde es halt einfach so krass und mich hat das so besonders bewegt, weil also ich kannte da wieder Astori natürlich von FIFA. Ich kannte den von Mai. Ich wusste, dass er bei meiner Jugend gespielt hat. Ich kannte den von der Fiorentina. Ab und zu halt von The Zone mal Spiele geguckt. Aber es ist halt krank, wenn man sieht, dass so ein Spieler stirbt. Und genauso war es damals auch mit Robert Enke für mich, ja. Ein Spieler, den ich vergöttert habe. Ein unfassbar toller Spieler, ein sympathischer Typ. Auch wenn man sich die ganzen Storys über Enke durchliest. Ein klasse Mensch, ja. Aber hinter der Fassade halt alles kaputt. Und der erste, der damals, glaube ich, so richtig damit rausgekommen ist, war Sebastian Deißler, über den auch viel, viel negativ geredet wurde, über den viel lustig gemacht wurde, was ich absolut unter aller Sau fand, auch zu dem Zeitpunkt schon, da war ich noch recht jung. Aber du kannst dich doch nicht über einen Menschen lustig machen, der wirklich Depression hat, dem es wirklich schlecht geht und der deswegen das nicht machen kann, was er liebt. Und ja, deswegen, keine Ahnung, bei Enke war es halt auch so, dass ich bis heute noch jedes Mal allergisch darauf reagiere, wenn irgendwer einen dummen Spruch dazu macht, weil der Tod ist halt einfach was im Fußball leider Gottes schnell passieren kann und auch immer noch viel zu oft passiert, aber was du nicht verhindern kannst. Natürlich kann es auch in jedem anderen Beruf passieren, ja. Du kannst als Kindergärtner umfallen, du kannst als Arzt einfach umfallen, du kannst als LKW-Fahrer einfach andere mit in den Tod reißen, theoretisch. Aber natürlich bei Fußballern ist es immer besonders tragisch, weil es so viele mit berührt, weil halt eben auch da wieder so viele Fans dranhängen. Bei Robert Enke waren es unglaublich viele in Hannover, die halt eben extrem getrauert haben, extrem depressiv, nicht depressiv, aber extrem down oder runtergezogen wurden, dadurch, dass ihr Idol gestorben ist. Und genauso wird es bei Astori auch gewesen sein. Der war Mannschaftskapitän, dementsprechend eine große Nummer in Florenz. Und das ist halt wirklich tragisch. Wenn man allgemein guckt, was danach jetzt passiert ist. Es waren 5000 Menschen vor der Kirche bei der Abschiedsfeier. Es gibt hier sehr bewegende Bilder von Kuma Babacar beispielsweise, Spieler von Florenz, von Francesco Totti. Gianluigi Buffon hat einen unglaublich bewegenden Brief geschrieben an die Familie, beziehungsweise vor allem an die kleine Tochter, wo er gesagt hat, dass Astori eine perfekte Person war und eine großartige perfekte Person. Und das Zitat hier ist, du warst der beste Ausdruck einer alten, überholten Welt in der Wert wie Selbstlosigkeit, Eleganz, Bildung und Respekt die Leitlinien waren. Herzlichen Glückwunsch, du warst einer der besten Sportmänner, auf die ich gestoßen bin. Rest in Peace, dein verrückter Gigi. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bekomme hierbei feuchte Augen. Das ist wirklich emotional, ja, weil das ist ein Tod, der sehr, sehr viele Menschen mitbewegt. Natürlich bewegt auch ein normaler Tod, also von mir und dir, wenn einer von uns beiden jetzt morgen einfach sterben würde, das würde sehr viele Menschen bewegen. Bei mir vielleicht würden es noch mehr Menschen mitbekommen, weil ich halt eben auf YouTube diese Präsenz habe, auch wenn es mittlerweile natürlich nicht mehr so viele Leute sind, die meine Videos unbedingt gucken, aber ich denke mal, bei mir würden es noch mehr Leute mitbekommen. Aber es würde halt einfach unglaublich viele Menschen bewegen, aber nicht so viele wie in diesem Fall. Und das ist halt wirklich, ja, ganz, ganz heftig. Und dementsprechend finde ich auch, diese mediale Präsenz, und auch das ist halt wieder so ein Punkt, wo auf Social Media sehr viel gehatet wird, ey, in China sterben oder in Afrika sterben alle paar Sekunden ein paar Menschen, ja, aber diese Menschen, so leid es mir tut, die interessieren diese Kommentarschreiber auch nicht. Die interessieren ihn in dem Moment, weil die irgendwie rumstänkern müssen. Aber ganz ehrlich, keiner von diesen Kommentarschreibern spendet irgendwie großartig Geld, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Der absolute Bruchteil, 0,0 irgendwas Prozent vielleicht, oder fliegt wirklich nach Afrika und tut irgendwas dagegen, ja. Abgesehen von Situationen, wenn man irgendwie sagen kann oder Moralapostel spielen kann, juckt das niemanden, weil wir auf unser Leben fokussiert sind, das ist auch okay so.
Weil jeder muss sein eigenes, jeder hat sein eigenes Schicksal, wisst ihr? Und ich kann die Leute verstehen und ich finde die Leute toll, die nach Afrika fliegen und die da die Leute versorgen, die halt eben helfen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich muss man halt einfach sehen, dass man für sein eigenes Schicksal verantwortlich ist. Und diesen Menschen geht es da teilweise nicht schlecht, weil die nicht wissen, wie gut es uns in Europa beispielsweise geht. Das weicht jetzt komplett vom eigentlichen Thema ab, deswegen möchte ich das Ganze jetzt lassen. Aber nichtsdestotrotz, ich kann das durchaus verstehen, dass da 5000 Menschen hinkommen und dass 5000 Menschen vor dieser Kirche trauern und lange Applaus spenden, dem da wieder Astori, der auch nichts falsch gemacht hat, der einfach nur im Schlaf gestorben ist. Und ich finde es unter aller Sau, wenn man dann schreibt, ja, ist auch nur ein Mensch wie jeder andere, warum wird dem so eine Aufmerksamkeit geliefert und irgendwelchen anderen Menschen, die täglich sterben, nicht. Es ist ein Mensch gestorben. Mein Gott, ist doch vollkommen egal, ob einer mehr Aufmerksamkeit bekommt als der andere. Lasst ihm doch die Aufmerksamkeit. Er hat doch nichts mehr davon. Das ist, ja, finde ich sehr, sehr schlimm. Und gerade bei Astori hat mich das jetzt sehr schockiert. Es gab allgemein in den letzten Jahren wenige Tode von Fußballern. Aber wenn man mal zurückkommt oder zurückguckt auf die letzten Jahre, ich bin hier gerade bei eben so etwas auf so einer Seite, wo ich das halt eben habe, vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr besser gesagt. Der ehemalige zentrale Mittelfeldspieler von Newcastle, Chaik Tiote, wird auch vielen Begriff sein, ist im Training bei Beijing zusammengebrochen. Im Alter von 30 Jahren auch gestorben. Ja. Und ich denke, dass das bei Profifußballern auch extrem damit zusammenhängt, dass sie eben ihren Körper unter so extremen Leistungsdruck setzen. Natürlich sind die kontrolliert. Deswegen haben die ja diese Trainingspläne, damit die halt eben ihren Körper nicht zu sehr belasten, damit er nicht kaputt geht. Deswegen haben die Ernährungspläne, deswegen haben die Trainingspläne, deswegen haben die diese medizinische Beaufsichtigung. Aber du kannst halt nicht alles verhindern. Und ich bin mir sicher, dass bei vielen Fußballern oder bei einigen Fußballern, die halt irgendwann Probleme haben gesundheitlich, auch vielleicht im späteren Alter, bei denen liegt das oder hängt das damit zusammen, dass sie ihren Körper jedes Mal wieder an diese Grenze pushen. Und das ist halt auf Dauer gesehen nicht gesund. Ja? Und vielleicht ist Astori nicht deswegen gestorben, vielleicht aber auch schon, man weiß es nicht. Ja? Man wird es nicht rausfinden. Vielleicht ist Tiote daran gestorben, man weiß es nicht. Dann beispielsweise Patrick Ekeng, war mir persönlich kein Name, aber ist bei Dynamo Bukarest zusammengebrochen in einem Spiel und ist dann verstorben. 2015 Goran Gogic, auch bei einem Spiel in China zusammengebrochen. Ja, mit 29 Jahren in Schweden, Viktor Brännström, einem Herzstillstand bei einem Viertligaspiel zugegebenermaßen. Pier Mario Morosini, das haben wir eventuell einige mitbekommen, bei Pescara in der Serie B, das war noch ein bisschen bekannter, einfach aufgrund dessen, dass es halt eben schon Profifußball war und auch halt eben in Europa, der ist auch bei einer Herzattacke gestorben. Dann Naoki Matsuda beim Training von Matsumoto Yamaga. Gut, das wusste ich jetzt nicht. Antonio De Nigris. Und die Liste geht so weiter. Ja, beispielsweise Dani Hrake von Espanyol Barcelona. Während im Trainingslager 2009 auch ganz plötzlich verstorben. Wir haben Antonio Puerta mit 22 Jahren auch wegen dem Herzstillstand gestorben im Spiel Sevilla gegen Getafe. Ganz, ganz jung, da wo man es am wenigsten noch erwarten würde. 2004 Miklos Fea, das haben viele von euch eventuell auch in Erinnerung, beziehungsweise wissen viele von euch, den Namen kennt man, weil auf YouTube auch sehr viele Videos darüber existieren, dass dieser Spieler halt gestorben ist bei einem Spiel von Benfica gegen Guimarães. Ganz, ganz schlimm, sowas allgemein zu lesen. Marc-Vivien Fouet, der gehört auch noch dazu, zu diesen Spielern, die relativ bekannt sind, aber bei denen es relativ bekannt ist, dass sie gestorben sind. Und ja, ich weiß nicht, woran es, ich kann es mir nicht erklären. Es gibt, wie gesagt, in jedem Beruf das, aber gerade bei Hochleistungssportlern sollte man es normalerweise nicht erwarten. Und ich persönlich finde es ganz, ganz krass und ich finde, dass man wahrscheinlich nichts dagegen machen kann, aber was dagegen tun sollte. Ich finde, dass es irgendwie mehr Kontrollen geben müsste, aber ich kann auch nicht sagen, dass die Ärzte irgendwie falsch gehandelt haben. Man kann den Ärzten, finde ich, keinen Vorwurf machen. Ich glaube, es wurde jetzt sogar dagegen ermittelt irgendwie oder sollte Ermittlungen eingeleitet werden, ob die irgendwas falsch gemacht haben, aber die machen doch ihren Job nach bestem Wissen und Gewissen. Die können doch nicht verantworten oder können doch nichts dafür, wenn plötzlich jemand an einem Herzstillstand stirbt. Da kann doch niemand was für. Du kannst doch auch nicht, wenn irgendein beispielsweise jetzt 55-jähriger Workaholic, der vielleicht überarbeitet ist, vielleicht aber auch nicht, und der stirbt plötzlich an einem Herzinfarkt. Du kannst doch nicht das Restaurant, in dem man den Abend vorher gegessen hat, irgendwie dafür verantwortlich machen. Das geht einfach nicht. Ich finde sowas unter aller Sau, ja, es ist ein Mensch, ich finde das wirklich so krass, es ist krank, das zu sagen, aber es ist ein Mensch gestorben. Und natürlich will man irgendwie Erklärungen dafür haben und wir sind Menschen, wir suchen immer nach Erklärungen, wir müssen immer alles rausfinden, was ganz, ganz schlimm ist, was auch nochmal ein Video oder in einem Video ein Thema sein wird, die Wissbegier des Menschen oder allgemein, wie der Mensch sich selber zerstört. Aber ich finde, in solchen Situationen ist es nicht angebracht, so darüber zu urteilen, über die Arbeit von Ärzten oder über die Arbeit von irgendwelchen Vereins,
Angehörigen, das, ja, also ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Findet ihr, dass man so darüber reden muss? Findet ihr, dass über Fußballertode nicht besonders als Reportagen gemacht oder berichtet werden darf, halt eben, weil es auch nur normale Menschen sind? Oder sagt ihr, ja, das sind halt Spieler, die Millionen von Menschen begeistern. Dementsprechend ist es logisch, dass der Tod Millionen von Menschen berührt und dass darüber auch berichtet wird. Ich persönlich finde es komplett normal. Ich persönlich finde es komplett in Ordnung und ich kann halt die Leute nicht verstehen, die immer wieder, sei es halt eben bei, keine Ahnung, bei zu viel Geld, das die Spieler verdienen, oder wenn sie sich beschweren darüber, dass halt eben die Leistung so hoch ist, die sie bringen müssen, oder bei Toten, denen mehr Aufmerksamkeit gegeben wird oder schweren Verletzungen oder sonst was, dass da die Menschen ja so quasi neidisch oder so nichtsgönnerisch oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll, daherkommen und einfach ja, dumm drauf losreden, Moralapostel spielen und eigentlich genau in die andere Richtung Moralapostel sind. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen habt, war jetzt relativ deep nochmal jetzt zum Ende hin. Wir sind jetzt doch auf knapp 40 Minuten gekommen. Ich hoffe, das war nicht zu lang. Wie gesagt, die nächsten Male wird es mehr Themen pro Video geben. Das war jetzt einfach nur heute mal als ja, Thema, was ich gerade im Kopf hatte, was mir rumgeschwört ist und wollte einfach mal rausballern. Ich denke mal, das ist ganz cool. Es wird, wie gesagt, auch Episoden geben, wo es mit Gästen ist. Dementsprechend wird es da vielleicht nicht so lang, weil es wird Episoden geben, halt einfach, die besser strukturiert sind und so weiter und so fort. Einfach, weil man da einen besseren roten Faden finden kann. Aber hier war es jetzt frei von der Leber weg und ich denke mal, das wird auch ganz cool gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, wenn es der Fall sein sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns irgendwann beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Podcast oder beim nächsten Video. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, ja. Passt auf euch auf. Das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Message. Die sage ich am Ende meiner Videos nicht einfach so. Das solltet ihr wirklich tun und zwar in jeder Situation, weil es kann schneller vorbei sein, als man denkt. Davide Astori ist halt ein tragisches Beispiel dafür, dass es denen auch passieren kann, bei dem man es am wenigsten erwartet. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ich glaube, das war schon. Passt auf euch auf und genießt den Tag. Genau, genießt den Tag. Und wir sehen uns. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.